Und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda, A Link Between Worlds Randomizer. Und wir starten in eine neue Datei. Wir starten auch direkt mit dem Namen Link, wie wir das immer machen. Damit bin ich sehr zufrieden. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen, spannenden Projekt hier auf dem Kanal. Mal wieder sind hier viele schöne Sachen vertauscht worden. Und um dieses Game hier abschließen zu können, müssen wir auch alle 7 Porträts finden und Ganon besiegen. Das Schloss kann hier in dem Fall von Anfang an betreten werden. Genauso auch kann man schon in die Schattenwelt kommen. Und die Fähigkeit, durch Wände zu gehen, ist auch von Anfang an verfügbar. Demnach sind auch alle Gegenstände wieder vertauscht. Ravios Laden wurde vertauscht, Truhen und Maimais sind vertauscht. Und mit diesen Einstellungen geh mal rein in ein neues Abenteuer. So, und dann starten wir direkt in Ravios Shop. Ihr seht schon, hier sind ordentlich Sachen vertauscht worden. Und es ist so, am Anfang darf man sich einen Gegenstand kostenlos aussuchen. So ist es, glaube ich, auch, wenn man das Original spielt. Da kriegt man den ersten Gegenstand halt for free. Und ja, ich hätte gesagt, ich würde einfach for free Geld nehmen. Guck mal. 50. Ja, der sagt uns jetzt, 50 wäre der Preis. Rent. Ja, wir haben aber keine Rubine. Und fühl dich frei, den mal kostenlos zu nehmen. Ist okay. Und jetzt kriegen wir einen schönen 100er Rubin und damit können wir, das ist glaube ich ganz schlau, damit können wir halt jetzt starten und können direkt die anderen Gegenstände schön aufkaufen. Wir haben jetzt hier ein blaues Gewand. Wir haben die Glocke, das ist auch super nützlich. Ich glaube aber Pegasus-Stiefel und Handschuhe sind am nützlichsten. Weil damit können wir, glaube ich, gleich von Anfang an Steine hochheben. Und damit können wir halt Bäume und so anrempeln. Das ist, glaube ich, mega nützlich. Ich meine jetzt halber Schaden oder weniger Schaden wäre auch geil. Und die Glocke ist halt auch super, um schnell zu reisen. Ne? Mit der Glocke können wir, glaube ich, unseren Vogel rufen. Und damit können wir dann von diesen Wetterhahnen immer hin und her reisen. Aber ich denke, ich werde erstmal das hier nehmen. The Power Gloves. Ja, die Krafthandschuhe. Für 20 Rubine. Guck mal, wie billig das ist. Perfekt. So, jawohl. Oh, schön, Leute. Ich freue mich richtig auf dieses Projekt. So, und die Pegasus Boots. Oh, die kosten 100. Okay, dann nehmen wir die noch nicht mit. Wie viel kosten das Ding? Die kostet auch noch 20 Rubine. Ne, dann machen wir das, wenn wir 100 Rubine haben. Komm mal wieder. Und holen uns noch die Pegasus Boots. So, guck mal, haben wir jetzt schon die Glocke. Und wie viel kostet das? Erst nehmen, oh, okay, mit 10 Rubinen nehmen wir das natürlich auch mit. Und das haben wir direkt an. Ja, cool. Ja, ich bin sehr zufrieden. See you next time. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann starten wir mal in unseren wunderschönen Randomizer, würde ich sagen. Ah, toll, diese Musik. Ja, wir haben noch kein Schwert. Das heißt, wir müssen hier Büsche mit der Hand kloppen. Wahnsinn. So, und die Fähigkeit, in Wände zu gehen, die haben wir bereits. Und die haben wir auch schon unser erstes Maimai. Okay, das scheint aber wirklich ein Maimai gewesen zu sein. Ich werde das wieder so machen wie mit den Skultis. Wenn ich ein Maimai finde, also wenn ich ein wirkliches Maimai finde, nicht in der Schatzkiste oder so, dann werde ich das hier markieren. So wie ich das auch mit den Skultis in Ocarina of Time mache. Und dann versuche ich mal nebenbei noch ein bisschen Kohle zu sammeln. Büsche sind aktuell, glaube ich, auch eine gute Waffe. Und ist der Wetterhahn ist schon aktiv, ne? Ja. Und hier kann ich auch speichern. So, geil. Ich freue mich richtig, Leute. Ich freue mich richtig. So, hier könnte ich jetzt auch, jawohl. Ah, und noch ein schönes Monsterteilchen. Hier könnte ich jetzt schon in die Schattenwelt wechseln, aber ich glaube ich, oh Gott. Ich will erstmal hier in der Overworld ein bisschen bleiben. Und gucken, ob mir hier vielleicht die ein oder andere Sache, oh, schralala. Ah, okay. Oh, Hilfe. Also es ist, glaube ich, irgendwie so, dass wir jetzt in dem
Modus sind, dass wir Schloss Hyrule quasi schon mal betreten hatten und deswegen können wir in die Schattenwelt. So ist die richtige Erklärung dazu. Okay. Bin gespannt, was wir noch so finden. Wir müssen jetzt erstmal irgendwo... Hier, das sind so Geister. Da kann man gegen Geld... Okay, 200 Rubine könnte man jetzt bezahlen. Das habe ich selber eingestellt, dass das relativ teuer ist. Und dann könnte ich mir einen Hinweis geben lassen für den nächsten Gegenstand. Oder für einen Gegenstand. Aber na, da brauche ich die Pegasus-Boots. Das war jetzt eher so für absolute Notfälle, wenn ich mal gar keinen Plan mehr habe, wo ich hingehen soll. Ich denke, das ist okay, oder? Oh Gott. So, gehen wir mal hier in die Höhle rein. Was haben wir denn hier? Das ist nur eine Feenquelle, okay. Mir geht's aber gut. Ja, das Game an sich ist ein bisschen her, Leute. Deswegen, aua, shit, okay. Ich glaube, hier in den Bäumen ist auch irgendwo Mai. Deswegen, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen rätseln muss. So, ich habe auch wieder einen Geist. Hier müsste ich jetzt mit Bogen schießen, damit ich die Tür aufmachen kann. Oder mit irgendeiner Fernkampfwaffe. Oder oben war auch eins, habt ihr das gesehen? Wir haben jetzt aber schon 20 Rubine wieder bekommen. So, gucken wir mal, ob wir hier mehr Glück haben. Was kriegen wir hier? Ah, den Sandstab. So, und der Sandstab. Warte mal, wo ist denn der Sandstab? Das hier. Okay, cool. Ja, da haben wir ja unsere erste Waffe, oder? Mal kurz gucken. Wie mache ich denn das? Nee. Kann ich das nicht... Boah. Schnell weg. Schnell weg hier. Ich muss erstmal kurz mich in Sicherheit bringen. Ich muss hier unten auf Items drauf drücken, ne? Ja. Und dann hier... Okay, so ist das okay. Alles klar. Und wenn ich hier auf Gear drücke, da sehe ich meine aktuelle Ausrüstung. Okay. Perfekt. Ja, da brauche ich jetzt auch wieder die Pegasus Boots. Ah, ich muss, glaube ich, erstmal ganz schnell Geld holen. So, und dich können wir jetzt dann, oder? Jo. So, was ist man denn hier drin? Ah, ein Herzteil. Zack. So, Herzchen, paar Monsterteile. Wie komme ich denn in diese Höhle rein? Ein Herzteil wäre doch ganz frisch, oder? Ganz fresh. Düdlü. So, wir haben jetzt aktuell nur die... Ah, ich hätte mir vielleicht die Pegasus-Boots als erstes holen sollen, ne? Vielleicht wären die nicht so teuer gewesen. Aber vielleicht wäre das dann nicht so teuer gewesen. So, kriege ich hier das Geld? Brauche ich einen Hammer für. Damit ich da den fetten Haufen Rubine bekomme. So, da ist eine Schatzkiste. Da brauche ich aber einen Enterhaken. Aber ich kann ja hier reingehen. Hier ist die Rückseite von der Tür. Da kann ich reingehen. Das ist eigentlich Schralalas Hütte, oder? Glaube ich. Ah, hier kriegen wir eine Schatzkiste. Mit einem Mai Mai. Den würde ich jetzt nicht markieren, Leute. So, hier bräuchte ich eine Bombe und... Da müsste ich von dahin latschen. Ich gehe mal kurz hier rein. Ein bisschen Geld brauchen wir noch und dann holen wir uns auf jeden Fall erstmal die Boots. Guck mal, hier ist so ein Rätselraum. Vielleicht... Mal hier noch eine Schatzkiste. Hallo. So, ich glaube, das ist schon möglich zu machen. Das ist auch nicht so schwer. Pop, bam, bam. Oh Gott. Ah, ich habe was falsch gemacht. Oh, geil. So, ich glaube, ich muss mal kurz warten, bis meine Magieanzeige voll ist. Sonst wird das zu knapp. So, zack. Dann aber hier rüber. Und dann so. Ja, wow. Und dann haben wir eine Schatzkiste. Cool. Mit. Nochmal 100 Rubinen. Keine Ahnung, ob das standardmäßig hier drin ist. Aber ich bin ehrlich gesagt zufrieden, dass wir jetzt 100 Rubine bekommen haben, weil dann hole ich mir jetzt erstmal noch die Pegasus-Boots. Dann können wir nämlich schon ordentlich die ganzen Maimeister runterballern.
Aber ich denke mal, das wird auch unsere Anfangsaufgabe sein, da die ganzen Maimais irgendwie zu holen erstmal, damit wir irgendwie einen guten Status an Anfangs-Items generieren. Und dann in den ersten Dungeon irgendwo rein können. Ich denke, das wird der Plan sein. Ich meine, in die Schattenwelt können wir dann notfalls auch noch rein. So. Ba, ba, ba. Ich meine, es ist schon overpowered, ne, mit dem Shop, dass man da jetzt halt so krass viele Items bekommen kann. Aber ich hätte ja auch Pech haben können. Ich meine, ich habe jetzt echt Glück gehabt, dass ich die Boots und die Raftanschuhe habe. Das ist schon echt cool. Und die Rüstung halt auch noch. Damit bin ich echt mega zufrieden. Wie viel kosten jetzt die Maimais hier so? Soll ich mir noch eins mitnehmen oder soll ich erstmal ein bisschen Geld behalten, Leute? Kosten die alle 50? Das kostet sogar 100. Ich glaube, ich behalte es erstmal so, oder? Wir holen die Maimais später, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Weil vielleicht will ich ja irgendwas kaufen und dann ist es doch ganz witzig, wenn ich noch ein bisschen Kohle nebenbei noch habe. So, jetzt müsste ich... Wie geht denn das? Hier, kann ich jetzt rennen. Super machst du das. Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal dahin, wo wir eben waren. Ja, da müssen wir noch tauchen können. Hier hat man doch direkt einen Maimai, ne? Guck mal. Zack. Gleich das nächste. Nummer 3. War auch wieder ein real Maimai. Oh Gott. Also ansonsten hier haben wir, glaube ich, erstmal nichts weiter. Okay, zack, Stun. Ja, ein Item haben wir, den Sandstab. Das Item, was man eigentlich ansonsten erst ein bisschen später bekommt. Achso, warte, hier war auch noch ein Maimai. Irgendwo. Hier, ne? Hier zwitschert's. Jawohl. Oder piepst es, man weiß es nicht. Boah, die Lampe, das ist cool. Das ist ein nices Item. Und das ist auch ein real Maimai gewesen, was hier drin versteckt war. Cool. Ja, damit kann ich doch theoretisch jetzt auch, aber man kann später noch verschiedene Slots kaufen, ne? Oder bekommen. So Taschen, wo man mehr Items drauflegen kann. Aktuell hat man ja nur eins. Damit mache ich Schaden, oder? Mache ich damit Schaden? Ja. Okay, cool. Ein bisschen Schaden zumindest. Das gefällt mir ganz gut. Sehr, sehr schön. Okay. Da haben wir das nächste Maimai. Maimai Nummer 4. Ist ein bisschen Money. Schade. Aber hätte auch schlimmer sein können. Okay. Steine kann ich hochheben. Wir gucken mal kurz hier hin. Ob wir hier irgendwas machen können. Da hätten wir was zum Wegsprengen. Überall was zu wegsprengen. Wir haben, glaube ich, wenn wir jetzt hier so lang gehen, müssen wir mal gucken, ob da irgendwo unter dem Stein was ist. Aber ich vermute wahrscheinlich unter dem großen Wenn, oder? Ja, wahrscheinlich hier. Da brauche ich dann noch krassere Handschuhe. Achso, ich habe die noch gar nicht ausgerüstet. Warte mal. Die Krafthandschuhe haben wir. Ja, es gibt auch krassere Krafthandschuhe und die Pegasus Boots. Die muss ich noch ausrüsten. Ihr habt natürlich vollkommen recht. Habt ihr bestimmt schon geschrieben. So, was können wir noch machen? So, hier müssten wir auch wieder was freisprengen. Eigentlich. Okay, hier kann ich gar nichts machen. Aua. Boah, Leute, ich habe voll Bock auf das Game. Ich bin ehrlich mit euch. Richtig crazy Bock aktuell. Das zu zocken. Und ihr habt auf jeden Fall recht, die Musik in dem Game ist halt echt nice. Ich mag sie auch mega. Hey, was mache ich denn? Ich muss hier lang, oder? Und wenn ich Bomben habe, muss ich hier auf jeden Fall auch nochmal herkommen. Weil hier gibt es auch ordentlich was zu holen. So, guck mal, gell? Hier, glaube ich, können wir jetzt auch noch was machen. Hier können wir so eine Schatzkiste holen. Was haben wir hier? Ah, ein Herzteil. Sehr schön. Das gefällt mir. Sehr, sehr gut. Dim, dim, dim. Ja, Leute, Ultimate Trial ist vorbei. Ich bin ein bisschen traurig. Aber
War ein tolles Projekt und wer weiß, ne? Vielleicht kommen ja irgendwann später nochmal Updates. Hier können wir uns schon mal den Wetterhahn machen. Das ist geil. Jetzt können wir uns hier jederzeit her teleportieren. Und speichern tun wir auch gleich mal. Ja, vielleicht kommt später ja nochmal ein Update. Vielleicht wird das Spiel nochmal ein bisschen geändert und dann können wir das nochmal zocken. Und dann machen wir es vielleicht auch mal ohne Todesrad. Einfach mal so für uns. Sagen, ey yo, wir spielen das jetzt nur auf Stufe Mittel durch, komplett. Und dann ist geil. So, wie weit kommen wir hier in dem Dungeon? Das ist meine Frage. Guck mal, hier können wir auf jeden Fall schon mal rausgehen. Da können wir hier schon mal eine Schatzkiste holen. Mit einem Schlüssel. Ist der für hier? Ja, der ist für hier. Okay. 4 Rubine. Wahnsinn. Kann ich? Kann ich das zufällig damit machen? Okay. Das funktioniert also noch nicht. Ich komme hier vorbei. Okay, okay. Ich glaube, wir kommen hier nicht so weit. Meine lieben Leute. Bin mal gespannt. So, aber wir haben theoretisch einen Schlüssel. Einen großen. Okay, ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass so ein Raubschleim rauskommt, aber das hatte ich nicht mehr erwartet. Ist schon ein Weilchen her gewesen. Oh nein. Ja, das wird jetzt doof. So, warte, warte, warte. Die Lampe. Das wird stressig. Boah, ist ein One-Hit mit der Lampe? Ja, nice. Boah, mehr Gegner. Aber schön viele Monsterteile, Wahnsinn. Nice. Und eine Schatzkiste gibt's oben. Ist halt nur die Frage. Oh, ich komme auch hier durch. Ah, noch eine Schatzkiste. Geil. Was haben wir denn hier? Den Boss-Key direkt. Okay, ich glaube, die ganzen Schlüssel sind im Dungeon randomized. Aber das finde ich jetzt nicht schlecht, ehrlich gesagt. So, dann können wir oben gleich den nächsten Schatz noch holen. Bin mal gespannt, was wir hier so kriegen. Noch ein Mai-Mai. Okay. Ich weiß gar nicht, Dungeon-Item, hier ist der Bogen, oder? So, da kommen wir noch nicht durch. Ich finde auch die Musik mega cool hier von dem Dungeon. Nee, ich ignoriere dich. So, zack. Okay, bin echt gespannt, wie weit wir hier kommen. Und guck mal, hier können wir jetzt auch einfach durchgehen. Haben wir eine Feenquelle. Ah, oh, nochmal Kohle, Kohle, Kohle. Da können wir uns schon mal 2 Maimais im Laden kaufen. Könnten wir. Ja, hier kommen wir jetzt nicht weiter, weil hier bräuchten wir jetzt eine Fernkampfwaffe. Das ist aktuell nicht möglich. So kommen wir nicht an diese Schatzkiste. Aber wir können theoretisch hier mit einem kleinen Schlüssel rein. Und können schon mal gucken. Die Sache ist... Gott, kann ich die besiegen? Ja. Gott sei Dank habe ich die Lampe, ey. Sonst wäre das problematisch geworden. Und zum Glück verbraucht die keinen Mana, ne? Wäre richtig problematisch geworden. So, nice. Yay. Und hier kriegen wir sogar einen Teleporter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Achso. Muss länger stehen bleiben. Jawoll. Noch eine Schatzkiste. Schön. Wow, wow, wow. Noch ein kleiner Schlüssel. Er läuft doch. Zumindest nicht ganz so schlecht. Da geht die Tür auf. Weiter geht's. Ah, macht doch Spaß. Voll spannend, ey. Okay, ich glaube, hier komme ich nicht so weit. Weil ich glaube, hier brauche ich jetzt irgendwo eine Fernkampfwaffe auf jeden Fall.
Ja, das hat auch geklappt. Da drüben können wir vielleicht auch noch was machen. Ja, cool. Ob das jetzt so gemacht werden soll auf diese Art und Weise, glaube ich nicht, aber... Es funktioniert. Es funktioniert. So, ich... Ja, hier ist immer raus. Hier ist vorbei. Das kann ich nicht mehr mit Krügen machen. Ja. Da komme ich noch nicht durch die Tür. Und da, das kann ich auch nicht aktivieren. Okay, wir sind erstmal raus, glaube ich. Das war's, glaube ich, erstmal hier. Aber... Achso, hier kann ich noch lang? Kann ich hier noch irgendwo... Ach, cool, wieder schöne Monsterteile. Die sind aber nur... Wofür waren die? Zum Verbessern für irgendwas, ne? Schild habe ich leider auch nicht. Dass jetzt hier irgendwas abwehren könnte. Gucken noch, ob wir hier irgendwas machen können. Okay, die Tür geht auf, aber das bringt mir ja auch nichts. Aua. Nö. Okay. Das war's hier soweit, Leute. Ich brauche als nächstes eine Waffe. Irgendeine andere Waffe. Bumerang, Bogen, Schwert. Irgendwie sowas. Mit anderen Sachen komme ich, glaube ich, nicht weiter. Okay, aber ist doch eigentlich keine schlechte Ausbeute bisher gewesen. Ich weiß gar nicht, wie kommen wir denn eigentlich da lang? Warte mal. Und da ist auch eine Schatzkiste. Da brauche ich auch einen Bogen, ne? Eine Fernkampfwaffe wieder, um das zu aktivieren. Ich glaube, anders geht's nicht. Okay, gut. Da bin ich hier erstmal fertig mit. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Daher haben wir die Area hier erstmal abgeschlossen. Müssen halt warten, bis wir irgendeine Fernkampfwaffe oder so haben. Oder ein Schwert oder so. Irgendwie sowas. Wir haben jetzt ganz gut Kohle gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns vielleicht die zwei Maimais noch holen. Oder wollen wir erstmal weiter gucken? Oh Gott. Ja, wenn, dann machen wir das alles, oder? Holen wir sie alle zusammen. Warte mal. Hier piept es wieder irgendwo. Ah, da unten, okay. Dafür muss ich schwimmen können. Na komm, zwei Minütchen machen wir noch. Ne, ist ja die erste Folge. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die erste Folge fandet. Ob ihr mehr sehen wollt, ob ihr richtig Bock auf das Projekt habt, so wie ich. Und ihr könnt auch gerne auf meine Website gehen. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und könnt mir da gerne immer mal eine schöne Nachricht hinterlassen, was ihr noch für Projekte sehen möchtet. Und mit etwas Glück ist das vielleicht das nächste Projekt, was hier stattfindet. Ich würde mich freuen. Allgemein habt ihr auf meiner Website auch immer eine schöne aktuelle Info, was es für Projekte gibt. Und vielleicht auch das ein oder andere Projekt gilt es dort zu entdecken, was so auf meinem Kanal vielleicht nicht so präsent ist. Ne, schaut doch einfach mal vorbei. So, ansonsten hier ist jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Wir haben jetzt nochmal einen Vogel freigeschaltet. Wir können uns teleportieren jetzt jederzeit, das ist mega nützlich. Und da ist noch ein Maimai. Hallo. So, das holen wir uns erstmal, oder? Hallo, und? Oh, cool, eine leere Flasche. So, zack. Ja, das ist nützlich. Vor allem, das passt super gut, ne? Das passt super gut hier gerade. Wie viel kostet so ein rotes Elixier? 50 Rubine. Ja, aktuell nicht. Aktuell komme ich noch klar. Okay, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.